Während der Innenbrandbekämpfung ist das Tragen von umluftunabhängigem Atemschutz völlig normal und wird von allen akzeptiert. Doch auch die kalte Brandstelle bietet weiterhin Gefahren, die das Tragen von Atemschutz unbedingt erforderlich macht. Das Problem, warum es nicht geschieht, ist, dass die Gefahrstoffe oft nicht gut zu erkennen sind. Nichtsdestotrotz, die Gefährdung besteht weiterhin. Auch Nachlöscharbeiten erfordern den Einsatz persönlicher Schutzausrüstung. Teilweise unter umluftunabhängigem Atemschutz oder zumindest mit Atemfiltern, um sich vor Schwelgasen und rußanhaftenden Stoffen zu schützen. Ein vollständiger Schutz der Einsatzkräfte durch persönliche Schutzausrüstung ist daher auch bei Nachlöscharbeiten das A und O. Die Schutzausrüstung ist dabei komplett und verschlossen zu tragen, um eine Kontamination durch die Atemwege oder über die Haut auszuschließen.